Guten Morgen. Ich habe mir heute überlegt, dass ich einen kleinen Spa-Day einlege und euch da auch einfach mal mitnehme. Also, los geht's. Hier befindet sich tatsächlich meine Lebenselixier-Kaffeemaschine. Also vielen, vielen Dank an meine Kollegen damals. Als wir eine Niederlassung geschlossen haben, habe ich die mitbekommen. Genau. So, Kaffee wird nachgefüllt. Die ist mittlerweile nur etwas älter und dementsprechend etwas lauter. So, jetzt ein, zwei, drei Kaffee später und ein Frühstück später und angezogen kann ich jetzt auch endlich mal sagen, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein paar Spa-Gadgets austesten, die kürzlich bei mir Einzug gehalten haben. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich würde mal sagen, gleichzeitig manche Gadgets testen. Zum einen habe ich hier, das Kabel ist noch ein bisschen durch den Wind, ne? Von Quiriness oder Quiriness, ich weiß es nicht, habe ich ja bei Flaconi dazu bekommen. Diese Gesichtssauna, die werde ich gleich mal testen. Und dazu habe ich ja hier auch diese Gesichtssauna Mopeds, Tabs, wie auch immer. Bin ich ganz gespannt drauf. Dann habe ich hier auch von Quiriness die Fußmaske. Das ist einfach so eine feuchtigkeitsspendende Fußmaske, die ich austesten werde. Dann habe ich von der lieben Mrs. Rosaroth, von der lieben Vanessa, eine Handmaske bekommen. Enriching Moisturing Hand Mask von Trended Up. Ja, auch die wird getestet. Dann habe ich auch von Quiriness diese Nose Strips in diesen zwei Phasen. Einmal, dass die dir die Mitesser rausziehen und einmal, dass du dann wieder eine Hydratisierung der Nase bekommst. Und last but not least hatte ich als Probe oder so mal mit dabei von Clarin ein Hydra Essential Augenmaskentypchen, was ich auch gerne ausprobieren möchte. Ich bin vorbereitet, ich habe einen Kaffee, habt ihr ja eben gesehen, ich habe mir einen gezogen und würde ich dir auch raten. Denn Kaffee ist das Beste, was es gibt. Das ist so mein Lebenselixier. Ja. Als erstes würde ich jetzt dieses Quiriness-Gerät einschalten. Da habe ich jetzt hier diesen Plastikaufsatz abgenommen, das sollte man nämlich machen. Dann hat man hier vor sich den Metallbehälter stehen, den ich aber noch nicht an den Strom angeschlossen habe. Dann habe ich hier so ein Pöttchen dabei gehabt, was mit Wasser gefüllt ist. Und in diesem Gerät ist so ein Strich. Und das fülle ich jetzt bis zu dieser Max-Linie mit Wasser, kaltes Wasser. So, das sind dann ungefähr 30 Milliliter, die man da reinfüllt. Genau, so, dann gucken wir mal, welches von diesen Sauna-Visage ich nehmen möchte. Man kann wählen zwischen Bali, Marrakesch und Finnland. Das sind diese hier. Ich habe Bock auf Bali, glaube ich. Ja, dieses Grüne. Und dann soll man nur ein Viertel von dieser Tablette damit reinmachen. So sieht die Tablette dann aus und die brechen wir dann einmal in der Mitte durch. Und doch, die ließ ich jetzt in der Hälfte ganz gut durchteilen und das dann auch nochmal in der Hälfte durchteilen. So, und dann habe ich jetzt hier ein Viertel. So, das packe ich jetzt einfach in dieses Pöttchen mit rein. Und das fängt auch schon an zu blubbeln. Das ist halt wie so eine Brausetablette. Und den Rest packe ich hier wieder rein. Ach so, und den Dampfaufsatz musstest du nur abnehmen, weil du hier natürlich keine Tablette durchschmeißen kannst. Den kann man jetzt wieder aufsetzen. Das ist so einfach so ein Drehverschluss, dass man das so draufsetzt. Ja, das kann man jetzt an den Strom anschließen und dann muss das 5 Minuten erhitzen. Und die Zeit werde ich anderweitig nutzen. So, jetzt habe ich diese Gesichtssauna an den Strom angeschlossen. Es blubbelt jetzt so vor sich hin, weil diese Tablette sich natürlich auflädt. Auflädt, wollte ich schon sagen. Entfaltet. Ja, erstmal trinke ich mir einen Schluck Kaffee. So, jetzt mache ich mir, weil das 20 bis 30 Minuten auf den Füßen bleiben muss, diese Fußmaske drauf. So, was da rauskommt, ist ziemlich trocken. Das sind einfach solche sehr, sehr großen Socken und ich bin sehr gespannt, ob das auch zu meiner Größe 41 passt.
Ja, da haben die manche Hersteller haben da ein Problem mit. Ich glaube, das hier war nur bis Schuhgröße 40. Das wäre schade. So, ich glaube, das muss man abschneiden, weil ich kriege das hier nicht auf. Das ist auch irgendwie so eine richtige Naht. Steht auch nirgendwo, dass man das muss, aber ich mache das einfach mal. Die Gesichtssauna dampft schon vor sich hin, aber da stand, dass es 5 Minuten braucht. Also warte ich jetzt noch ein bisschen. Die Fußmaske ist übrigens auch von außen etwas feucht. Oh, aber von innen richtig, richtig nass. Und sie ist ein bisschen eng für meine Füße, aber es geht. Trotzdem ziehe ich mal Socken drüber, ne? So, passt. So, die Fußmaske sitzt. Ich finde die ein bisschen klein für meine Schuhgröße 41. Also es passt gerade so, ist aber nach vorne hin dann sehr spitz, ne? Also das ist nicht so ultra bequem. Und dann möchte ich mir noch gerne die Handmaske drauf machen. So, das sind einfach so Handschuhe halt, so richtige, ne? Ich meine, gut, sie müssen über die Hände. Und die, wenn man die löst, dann kommt die Flüssigkeit wahrscheinlich zum Vorschein. Ich löse das mal. So. Hand Nummer 1. Achso, da drin ist auch noch so ein Filz, was halt auch so getränkt ist dann wahrscheinlich. Oh ja, da ist Glibberkram drin. Leute von heute. Man muss halt echt aufpassen, dass man dann wirklich zwischen dieses Vlies reingeht, sonst hast du natürlich ein Problem, weil es dann nicht richtig sitzt. Und für meine großen Hände, also ich habe wirklich große Hände, passt das alles schon ganz gut, ne? Da hast du immer noch Platz. Dann mache ich das mal so richtig an meine Hände dran. Und theoretisch könnte ich jetzt auch noch hier die Fingerkuppen abziehen. Das mache ich jetzt auch mal. Dann hat man nämlich noch ein bisschen die Möglichkeit, sich zu bewegen. Also nicht zu bewegen, sondern halt auch was zu greifen. Ne? Das ist auch sehr praktisch. Die Gesichtssauna dampft jetzt schon vor sich hin, wie ihr seht. Und es riecht angenehm. Und jetzt kann ich mein Gesicht für 5 Minuten drüber halten und einfach mal entspannen. Es ist so angenehm, aber leider sind die 5 Minuten jetzt schon vorbei. So, da muss man das Gerät erstmal abschalten. Und vom Strom trennen. Also das tat so, so gut. Das soll ja Spannungen wegmachen. Ich habe mir das nämlich, während ich da 5 Minuten drüber hang, ein bisschen durchgelesen, weil durch diese Abdeckung, durch dieses rosa Vieh, kannst du auch lesen. Das ist auch ganz cool. Und da habe ich mir das nochmal durchgelesen. Also das soll von Spannung befreien, das soll Unreinheiten wegmachen, weil ich hier ja auch aktuell ein paar habe, ist das ganz gut. Und es soll entgiften, ja. Und ich finde, meine Haut sieht jetzt, also ich habe jetzt nicht irgendwie drüber getrocknet oder so, ne? Die sieht gut aus, das gefällt mir. Ja, das werde ich öfters machen, das finde ich richtig toll. Und der Duft war angenehm. Es war auch nicht zu heiß oder so. Es war nämlich meine Bedenken waren, dass es mir zu heiß wird. War aber richtig geil, richtig angenehm. Bali-Geruch mag ich scheinbar. Also wirklich, ich habe jetzt heute Morgen auch nichts auf meiner Haut drauf gemacht und das war schon mal eine ganz gute, ein guter Einstieg. Meine Haut fühlt sich irgendwie mit Feuchtigkeit versorgt an. Ich weiß nicht, ob da irgendwie in dem Bali noch irgendwas mit drin ist, was da auch Feuchtigkeit spendet, aber ich glaube nicht. Also ich meine, vielleicht, ne, weil da stand ja auch Spannungen werden gemindert, aber es ist so angenehm. Man könnte jetzt sein Gesicht waschen, aber ich mache jetzt weiter. Und zwar mache ich mir jetzt hier von Kirines diese Nose Strips drauf. Da fange ich an mit dem Step 1 und der soll halt wirklich Anti-Blackhead hier die Viecher aus den Poren rausholen. Die Mitesser, sofern vorhanden. So, habe das Pad. Meine Haut ist jetzt nicht besonders feucht, deswegen nehme ich mal eben ein bisschen Wasserspray von Balea, was ich hier irgendwie immer rumstehen habe. Mit den Handschuhen kann man doch schon sich bewegen, das finde ich ganz angenehm. Dann nehme ich mir hier ein Kosmetiktuch, mache ein bisschen Wasser drauf, feuchte meine Nase damit mal ein bisschen an. Jetzt ist er auf jeden Fall feucht, ne? Dann nehme ich mir das und lege mir das auf die Nase. So, Nose Strip sitzt. Dann habe ich ja noch hier die Augenmaske. Die mache ich mir jetzt auch mal drauf. Von Clarin, was soll die denn machen? Feuchtigkeitsspendende, erfrischende Augenmaske. Diese Maske verschönert sofort die feuchtigkeitsarme, müde wirkende Augenpartie. Ob als schnelle 10-Minuten-Anwendung oder über Nacht. Sie bietet feuchtigkeitsspendende, belebende und beruhigende Aktivstoffe für einen bezaubernden Blick. So sieht die aus. Die finde ich ganz hübsch. Die hatte ich auch mal irgendwie in einer Flaconi-Box oder so mit drin. Dann gebe ich mir... Oh, es ist herrlich, dass du die Finger frei hast, ne? Oh, das ist echt gut. Das ist auch so eine blaue Farbe. Und das gebe ich mir einfach jetzt unter meine Augen. So, die Augenmaske sitzt unter meinen Augen. Jetzt muss ich 10 Minuten Geduld haben, denn das hier muss noch 10 Minuten einwirken und die Augenmaske halt auch. Und ja, das Hand- und Fußmaske sowieso.
So, ich habe jetzt die 10 Minuten effektiv genutzt und habe meine Kerze hier oben wieder nachgefüllt. Ich habe mir noch einen Kaffee geholt. Ich bin ein kleiner Kaffee-Junkie, das ist ganz furchtbar. Dann habe ich mir ein Pad geholt. Das sind ja diese Mehrweg-Pads, die ich immer habe. Habe da Micellenwasser drauf gemacht, weil man damit dann nachher die Augenmaske abnehmen soll. So, als erstes werde ich jetzt mal diesen Nose-Strip entfernen. Au. Au, 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 scheiß die Wand an. Das tat weh. Au, so weh hat ein Nasenstrip noch nie weh getan, als ich ihn entfernt habe. Aber er hat gut was rausgerissen. Wer das nicht sehen will, guckt kurz weg. Ich weiß nicht, ob die Kamera das ordentlich auffängt, aber da ist ordentlich was rausgekommen. I. Meine Nase sieht auch gerade sehr gereinigt, aber auch extrem trocken aus. Deswegen ist es ganz gut, dass da noch ein zweiter Strip dabei ist. So, jetzt gehe ich erstmal mit diesem getränkten Pad über meine Augenpartie, jedenfalls da drunter. Und nehme hier die Augencreme ab. Da stand, mit Lotion soll man das abnehmen, aber ich weiß nicht genau, was sie damit meinen. Ich denke, eine Waschlotion halt, ne? Und dann nehme ich hier halt mein Micellenwasser. Es ist so praktisch, dass du hier die Finger frei hast. Mensch, Vanessa, das ist eine ganz tolle Idee von dir gewesen, das ins Tauschpaket zu packen. Richtig toll. So sieht das dann jetzt aus. Also ich finde, dass meine untere Augenpartie definitiv sehr, sehr, sehr flawless aussieht. Also es sieht echt gut aus. Meine Nase glänzt vor sich hin. Daran sieht man, dass sie gereinigt ist. Und ja, dann werde ich jetzt mal den Schritt 2 verwenden. Das ist nämlich ein Hydrogel-Patch. Oh ja, der fühlt sich definitiv besser an. Der fühlt sich an wie diese Under-Eye-Patches. Und der hat halt auch so richtig, ne, dass er sich an die Nase anpasst. So Schnitte drin. Das sieht echt cool aus, ne? Der darf jetzt tatsächlich 5 bis 10 Minuten auch drauf bleiben. In der Zeit kann ich meine Handmaske und meine Fußmaske abnehmen. Dann nehme ich natürlich erst meine Handmaske ab, weil das Sinn macht. Also man hat jetzt die Feuchtigkeit auf den Handflächen hier und auch ein bisschen auf den Fingern, aber es ist nicht oben rausgekommen. Das fand ich auch sehr gut. So, und dann steht da, dass man das zum einen in die Hände einmassieren soll und zum anderen Hände waschen soll. Da kann ich jetzt hier das mit euch zusammen in die Hände einmassieren. Und dann gleich meine Hände waschen, weil ja, es ist wirklich ganz, ganz viel Serum noch da. Man hört es, ne? So, die Hände sind jetzt abgewaschen. Die fühlen sich jetzt noch so ein bisschen nass, wie auch immer, an, sind auch ein bisschen schrumpelig an den Handinnenseiten, ne? Aber sie fühlen sich sehr, sehr schön gepflegt an. Ersetzt für mich jetzt aber jetzt nicht irgendwie eine Handcreme oder so, weil ich habe jetzt auch irgendwie das Gefühl, dass sie sehr frisch sind. Und sie sehen auch mit Feuchtigkeit versorgt aus. Jetzt nochmal ein Schlückchen Kaffee. Das ist okay. Jetzt kommt die Fußmaske dran. Die nehme ich einfach ab und massiere mir das Serum, was noch da ist, in die Füße ein. Und ja, dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Okay, wow, ich habe noch hammer viel Serum auf meinen Füßen. Sieht man das? Es ist noch richtig viel Serum drauf. Und sieh so, ich halte einfach mal meine Füße in die Kamera. Look. So, ich habe das jetzt einmassiert und meine Füße sehen total super smooth aus. Mir gefällt's. Ja, meine Füße fühlen sich dank dieser zwei hübschen Füßlinge jetzt auch sehr, sehr schön weich an. Es ist noch nicht ganz eingezogen. Ich habe jetzt Socken drüber gezogen, dann kann das jetzt so langsam einziehen. Ich nehme jetzt hier mal mein Hydrating-Gedöns ab. Oh, das hat jetzt nicht so wie beim Abziehen, sehr angenehm. Ja, meine Nase ist mit Feuchtigkeit versorgt und sieht nicht mehr ganz so mitgenommen aus, sage ich mal. Und ich fühle mich jetzt auch echt fit. Das ist cool. Also ich habe jetzt so ungefähr eine Stunde gebraucht, um das Ganze so zu machen und ja, um das zu filmen und so. Normalerweise hast du ja im Prinzip so eine halbe Stunde inklusive, also ja, Fußmaske und Handmaske sind eigentlich die, die am längsten draufbleiben müssen. Und das ist ja eigentlich die Zeit, wo du dann einfach mal komplett so einen kleinen Spa für deinen Körper machen kannst. Das ist echt ein schnelles, aber effektives Krams. Du kannst sehr, sehr gerne hier oben einmal abstimmen, welches von den 5 Produkten du am besten fandest. Also ich fand alles irgendwie echt cool, weil ich fühle mich jetzt auch rundum gepflegt, ne? Also das ist mega geil. Du hast dein Gesicht gepflegt, du hast alles gepflegt, du hast deine Füße gepflegt, du hast deine Hände gepflegt. Mega geil. Also mein Favorite, mein ganz persönlicher Favorite sind diese Nose Strips gewesen, auch wenn es
Beine wehtat, aber es hat derbe was rausgezogen. Die Gesichtssauna fand ich auch super interessant, weil sie, ich glaube, auch in Kombination mit diesen No-Strips sehr gut funktioniert hat, ne? Weil die halt die Haut wirklich vorbereitet hat und die Poren geöffnet hat und dann musstest du das Ding nur noch drauf machen und konntest dann alles rausziehen, was die Gesichtssauna vorher vorbereitet hat. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefällt. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein und das auch nicht mal im Takt, ne? Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!